man jetzt bekommen? Gegenstände bekommen auf jeden Fall. Und ein Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt öffnen kann hier. Ah, cool. Wow. Eine Bänderrüstung ist schon mal cool. Endlich ändern, dass Schlösser knacken kann hier. Das ist echt cool. Das lohnt sich. Alles dort, du Schwuchtel, dich brauche ich jetzt nicht mehr. So. Was macht denn der hier? Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Hat keine Lebensmittel mehr. Einer jede Nacht kommt und geht ein ganzer Schwung von Flüchtlingen. Sie alle haben knurrende Mägen, traurige Geschichten und Erbstücke zum Tauschen. Ich habe diesen verdammten Händler da draußen vor 2 Wochen die Hälfte meiner Vorräte verkauft. Und jetzt verlangt er unverschämte Preise für meine Lebensmittel. Den habe ich mich gekümmert. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke. Naja, der ist auch nicht viel billiger, sag ich jetzt mal. Obwohl, schwache Wundumschlag in Silber, das geht. Das kaufen wir. Das können wir kaufen. Verletzungsausrüstung kaufen wir. Und so viel Zeug mittlerweile hier an Gold und so. Wir können auch wieder was verkaufen. Zum Beispiel. Naja. Vermesser muss ich mal anhängen hier irgendjemanden. Na, Topaz und Bergkristall. Ja, das ist nicht das Wahre. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal braucht. Ihr könnt mir in die Comments schreiben, wenn ich irgendwas Wichtiges verkauft habe oder so. Und dann werde ich das in Zukunft nicht mehr verkaufen, wenn ihr denkt, das ist wichtig. Aber das Eges. Das ist bestimmt auch nicht schlecht hier. Hölzerner Rundschild. Naja. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder unsere Kameraden so ein bisschen ausrüsten hier. Mal gucken. Also Elisa hat ja noch eine ordentliche Rüstung. Die ist viel besser. Oh, den Ring, den vom Messer, den könnte man mal anlegen. Willenskraft ist immer gut. So, eiserner Ring ist sinnlos. Erdungsrute. Rune. Und das hier. Nein, das geht nicht. Wir müssen wahrscheinlich die Waffe damit ausrüsten. Sonst noch irgendwas? Die Bänderrüstung, die könnte doch irgendeiner anlegen. Bello, Morrigan. Oh, die ist auch so schwach. Hat die überhaupt was? Lederhelm. Schild. Oh, die kann bestimmt nie diesen Aegis anlegen. Oh, die hat ja gar nichts hier. Die kriegt auf jeden Fall auch so ein Schild hier. Kirchenrobe ist nicht so das Wahre. Leider habe ich jetzt keine Handschuhe mehr. Aber naja. So. Geht's hier hoch? Ja. Yep. Ah, was haben wir denn hier? Flüchtling. Warte. Ich spiele einfach, was der Wirt wünscht. Wir brauchen das Geld, um in den Norden zu reisen. Was will denn der jetzt? Hat er hier auch eine Quest für mich? Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe alle Waren. Ah. Wohin Lotering kann ich gut bezahlte Arbeit finden. Werf einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Ja. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Zutaten. Im nördlichen Wald gibt es Kräuter. Ansonsten gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Seht euch im Dorf um. Manche Flüchtlinge haben Teile ihres Besitzes zurückgelassen, um schneller reisen zu können.
Ich weiß allerdings nicht genau, was ihr benötigt. Möglicherweise habe ich auch etwas davon auf Lager. Naja, so. Wir haben jetzt eine neue Quest, Sidequest. Aber bei Gelegenheit mal machen. Ich werde nicht jede Quest machen in dem Spiel. Also jeden kleinen Pups mache ich hier auf jeden Fall nicht. Eigentlich will ich auch ein bisschen böse sein. Es ruckelt heute ganz schön hier. Aber beim Rollenspiel ist das nicht ganz so schlimm. Oh, hier oben ist noch eine Quest. Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Was ist denn los? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Oh mein, ja, ja. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Und sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Ja, mit denen kann ich nie reden. Was mit dem hier? Vasit Hisla. Oh mein, ja. Astaris. Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Ihr seid ein Gefangener. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresan. Der Vorhut des Volkes der Kunari. Kunari? Wenn ihr noch nichts von uns gehört habt, ist das eine Unzulänglichkeit eurerseits. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Das ist alles wie ein Ork. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Was habt ihr getan? Wegen Mordes verurteilt. Haben euch die Dorfbewohner das nicht erzählt? Wem habt ihr ermordet? Die Bewohner eines Bauernhofs. 8 Menschen sowie die Kinder. Das ist schrecklich. Ich stimme euch zu. Weil ich nicht Buße tue. Ich tue Buße, indem ich sterbe. Es gibt andere Wege. Vielleicht. Was hieltet ihr in eurer Weisheit denn für angemessen? Einer Sache hängt von der Perspektive ab. Von hier aus wird nur weniges bedeutsam. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Dann lebt wohl. Wow. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Die ist komisch. Einerseits hat sie ihn gefangen genommen, den ihrer Kirche da, und andererseits ist es ungerecht. Ja. Wieder eine Nebenquest. Gucken, was hier noch so gibt. Ja, alles ein bisschen, also wenig Action im Moment, aber ich will auch mal ein bisschen was von dem Dorf rausfinden und eventuell die Kleine vorbeilaufen überall. Ich könnte das machen. Ja, dann mach ja. Das. Was? Ja, natürlich. Naja, alles Geld dann, ist wohl nicht viel wert, aber ist die Pflanze immer noch da. Was machen die denn hier vorne? Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen, es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, wow, könnt
könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ja, Schweine. Irgendeinen Bösen dabei, ja? Ne, das sind bloß schwache Flüchtlinge, ja. Das haben wir nur davon. Das können wir immer machen hier. Also wir haben Eiswaffen. Einen Blitz machen wir mal hier. Und du? Hast du überhaupt Pfeil und Bogen? Hat die überhaupt eine Waffe? Naja, gut. Besser wie nix.